Hallo und herzlich willkommen zum Jugend trainiert für Olympia, Jugend trainiert für Paralympics, Hauptstadtsport TV Special. Mein Name ist Kai Wienke und es ist wieder soweit. Das Finale, das Bundesfinale des größten Schulwettbewerbes der Welt steht wieder an. Hier in Berlin haben sich wieder fast 4000 Menschen versammelt, ja. Und wir sind hier erstmal im Beach Mitte beim Beachvolleyball. Natürlich haben wir noch vieles anderes im Programm. Wir berichten auch wieder von jedem Wettkampftag, alle Highlights, alle Emotionen. Und wir haben außerdem heute in der Sendung die Multitalente der Leichtathletik, die Mattenschmeißer vom Judo und die, naja, vielleicht zukünftigen Weltmeister vom Fußball. Aber wir kommen jetzt erstmal zur Anreise der ganzen Schüler und Betreuer. Das waren, wie gesagt, fast 4000 Menschen. Die mussten aber erstmal herkommen und dafür hat die Deutsche Bahn gesorgt. Sie trainieren wieder für Olympia und für Paralympics. Das Herbstfinale des größten Schulturniers der Welt ist wieder mit 4000 begeisterten Jugendlichen in der Hauptstadt zu Gast. Wir sind das erste Mal dabei und das Gefühl ist auf jeden Fall klasse. Die Fahrt war cool und lustig. Wir sind das erste Mal dabei und es ist ein richtig geiles Gefühl. Ja, größer als erwartet, vor allem der Empfang hier. Es ist auch sehr unbeschreiblich, das Gefühl, weil wir sind kein Sportgymnasium, sondern einfach nur so eine einfache Schule. Und es ist immer wieder eine Riesenveranstaltung, wo viele Menschen zusammenkommen und es macht immer wieder Spaß, hier zu sein. Dieser Wettbewerb begeistert aber nicht nur die Schüler. Wir kommen regelmäßig, sage ich jetzt mal, wenn es klappt, sportlich und freuen uns eigentlich immer über das Teamerlebnis hier in Berlin und die Gastfreundschaft. Wir treten in der paralympischen Mannschaft an und für deren Selbstbewusstsein und für deren Selbstständigkeit ist es ein enormer Gewinn. Wir versprechen uns sehr, sehr viel von dieser Fahrt. In 10 JTFO und 3 JTFP-Disziplinen folgt man den Spuren von Olympia und von Paralympics. Bevor die Wettkämpfe richtig losgehen können, müssen die Schüler, na klar, zuerst ankommen. Das geht am besten mit der Deutschen Bahn, die sich übrigens seit 1995 für diesen Schulwettbewerb engagiert. Das ist für uns ein ganz, ganz großer Schwerpunkt gewesen, weil wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall Förderer des Schulsports in Deutschland werden für behinderte und nicht behinderte Kinder. Also der Nachwuchssport hat für die Deutsche Bahn schon eine ganz, ganz wichtige Rolle. Am Hauptbahnhof angekommen heißt es dann erstmal anmelden, zur Unterkunft fahren und die Stadt entdecken. Luca, Max, Alex, Hendrik und Darius aus Mainz haben da schon erste Pläne. Also wir wollen uns heute noch die Reichstagskuppel angucken und morgen trainieren wir und dann am Dienstag, Mittwoch sind die Rennen. Die 5 Kumpels starten dann ab Dienstag beim Rudern. Jugend trainiert ist aber noch viel größer. Das kriegen auch sie mit. Berlin ist ja trotzdem sehr groß und man sieht trotzdem überall Leute, die mit den Jacken rumlaufen von Landessiegern. Und man sieht dann tatsächlich, wie groß es tatsächlich ist. Und zwar riesig. Genauso wie die Vorfreude auf die Wettkämpfe beim Herbstfinale. Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Bei dieser Ankunft, bei dieser Anreise haben wir gleich ein paar Schülern aus Hessen mal unsere Kamera mitgegeben. Und die sollen so ein bisschen ihren Alltag hier in Berlin und ihr Sportlerleben einfach mal so ein bisschen aufzeichnen. Und dann gucken wir Mittwoch mal, was es geworden ist und zeigen wir euch die besten Highlights. Und ich bin gespannt, ob es was wird, ja, ob die Bilder gut werden. Und diese Schüler sind Leichtathleten und wir switchen jetzt auch zur Leichtathletik in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Auf die Plätze. Fertig. Los! Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg ermitteln die Leichtathleten in ihren Disziplinen Deutschlands Beste. Und mittendrin die Mädels der Karl-von-Weinberg-Schule mit unserer Hauptstadtsport-TV-Cam. Also gestern hat unser Trainer uns interviewt. Dann haben wir noch am Brandenburger Tor haben wir Sachen gefilmt. Dann, glaube ich, am Reichstag wurde auch was gefilmt. Ich gehe mal davon aus, dass wir morgen die Fußballer filmen werden. Also wir gehen zu Hessen. Also unsere Fußballer spielen da auch von der Schule. Allerhand Programm also. 3 Tage lassen uns die Schüler aus Frankfurt am Main hinter die Kulissen blicken. Filmen sich selbst und andere. Wie zum Beispiel ihn hier, Göktu Jagut aus Rheinland-Pfalz. Große Rollstuhlkunst. Ja, meine Lehrerin hat mir auch ein paar Tricks beigebracht, dass ich auch kippen kann.
Treppen runterfahren. Übung macht den Meister. Man muss einfach von hinten annehmen, von hinten halt an Greifring halten und dann halt nach vorne fahren. Dann halt muss man sich halt balancieren da. Ja, klingt doch ganz leicht. Am liebsten fährt Göktu aber um die Wette. Bei den Leichtathleten treten Jahr für Jahr die Schüler mit und ohne Handicap gemeinsam an. Das motiviert und bringt zusammen. Macht auf jeden Fall Spaß mit anderen, wenn anderen hier zusammen Sport zu machen. Ja. Also ich finde, Sportler ist Sportler. Da gibt es keine Behinderung, sag ich mal. Jeder macht das, was er am besten kann und wie er es am besten kann. Ja, auf jeden Fall. Man kommt ins Gespräch und wenn man mit Leuten, sag ich jetzt mal, die laufen können, dann erklärt man denen das, was man hat, wenn die es wissen wollen. Also ja, man kommt ins Gespräch. Erster Eindruck ist, geiles Stadion, viele Leute und schöne Stadt. Das Highlight Berlin vereint. Und dank unserer Kameramädels ist Hauptstadtsport TV dieses Jahr nicht nur dabei, sondern mittendrin. Bei mir sitzt jetzt das Beachvolleyball-Team von Mecklenburg. Das ist Corbin aus Schwerin, Antje aus Schwerin und Paul aus Greifswald. Habe ich mir richtig gemerkt, ne? Ja. Ja. Okay, super. Ihr habt jetzt schon was hinter euch. Das erste Spiel, wie läuft es denn bisher? Ja, wir haben leider das erste Spiel jetzt 3-0 verloren. Aber ja, wir versuchen uns jetzt moralisch wieder aufzubauen und dass das nächste Spiel dann wieder besser läuft. Also für die Zuschauer nochmal, 3-0 verloren heißt drei Spiele. Also es sind insgesamt drei Teams, einmal Mixed, Männer und Frauen. Und die werden zusammengewertet, also gerade die ersten drei Spiele verloren. Was ist denn jetzt das ausgeschriebene Ziel? Ihr werdet doch noch ein bisschen was gewinnen, oder? Ja, klar. Unser Ziel ist, ja, ich denke mal Top 10 so. Okay, und das ist auch nicht utopisch, sondern das könnt ihr auch... Das ist realistisch, das kriegen wir hin. Alles klar. Ich drücke euch erstmal die Daumen. Dankeschön. Und seid ihr denn noch anderweitig Sport interessiert eigentlich? Ja. Zum Beispiel Fußball? Ja, bin ich auch. Aus Mecklenburg fällt mir jetzt Hansa Rostock ein. Bist du schon Fan? Nee, eigentlich nicht so. Also, das ist natürlich jetzt ein Stich ins Herz für mich, weil ich komme aus Mecklenburg. Deswegen habe ich euch jetzt auch zum Interview eingeladen. Was bist du denn für Fan? Ich mag Bayern. Bayern, Sympathisant. Ja, gut. Ja. Bayern-Sympathisant kann man sein, viele Weltmeister, ja, die muss man eigentlich mögen, eigentlich muss man sie mögen. Und Fußball ist ein gutes Stichwort, denn wir kommen jetzt zum Fußball, nämlich Frauenfußball und Jugend trainiert für Paralympics-Fußball. Und bei den Frauen, da gibt es ein ganz besonderes Talent, nämlich Viktoria Krug und die ist auf dem Weg ganz nach oben. Was war das doch für ein toller Sommer. Weltmeisterstern Nummer 4 Deutschland im Freudentaumel, unvergesslich, diese Szene. Natürlich lässt auch Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics die beliebteste Sportart der Deutschen nicht außen vor. Vor allem die Damen zeigen Jahr für Jahr ihren Willen, bis ganz nach vorne durchzustarten. Es gibt hier viele Talente. Es sind ja auch einige Nationalspielerinnen hier aus dem U16 und aus dem U17-Bereich in den Schulen tätig und spielen auch hier vor. Von daher hat es schon eine gewisse Bedeutung auch für die Sichtung. Eines dieser Talente ist Viktoria Krug. Bereits im jungen Alter steht die Innenverteidigerin im Kader von Turbine Potsdam und versucht auch durch JTFO weiter auf sich aufmerksam zu machen. Ich freue mich eigentlich jedes Jahr auf Jugend trainiert, weil es ist halt Kleinfeld und auf jeden Fall sehr technikbetont und messen sich halt die besten Schulen und wir wollen halt mit dazugehören und ja, gewinnen. Beim Jahrgang 98 bis 2000 starten im Poststadion insgesamt 16 Mannschaften. Das Feld ist kleiner, statt 11 spielen 7. Großer Favorit wie im letzten Jahr die Sportschule Potsdam. 3 Vorrundenspiele, 3 Siege, auch durch Viktorias Leistung. Viktoria ist jetzt bei uns auf der Schule seit 4 Jahren und hat jetzt schon die Nominierung bekommen für die erste Mannschaft der Bundesliga, ist dort im Kader mit drin und ich denke mal, mit ihrer Leidenschaft, was sie mitbringt, hat sie durchaus gute Chancen. Andere Location, gleiche Sportart. Hier geht es ähnlich zur Sache wie bei den Mädels. Beim bundesweiten Turnier für Schüler und Schülerinnen mit geistiger Behinderung wird am ersten Wettkampftag zunächst nach einem bestimmten System die Gruppe A und B zusammengestellt.
Man sieht hier, glaube ich, wenn man die Spiele beobachtet auf den Plätzen, dass die Jungs hier einen super Fußball spielen. Und ja, warum sollen sie da nicht auch genau wie bei Jugendtrainiert für Olympia in den Regelschulen hier auch einen Bundesliga ausspielen können? Ob Handicap oder nicht, Fußball verbindet und kann gleichzeitig ein Sprungbrett sein. Bei JTFO und JTFP wird auf jeden Fall fleißig dafür trainiert. Und vielleicht gibt es in naher Zukunft wieder so einen tollen Sommer wie 2014. Wir sind immer noch hier mit dem Team Mecklenburg. Neben mir sitzt jetzt hier Korben. Komm, ihr seid schon ziemlich gut. Ihr habt gesagt, ihr seid eigentlich Hallenvolleyballer. Wie trainiert ihr denn? Seid ihr an einem Leistungszentrum oder seid ihr auf einem Internat oder wie läuft es? Ja, eigentlich komme ich aus Schwerin, auch von der Sportschule, und da trainieren wir alle so aus Mecklenburg-Vorpommern zusammen, konzentriert. Und da konnten wir jetzt auch schon viermal Deutscher Meister werden. Und der Bundestrainer hat jetzt aber zu mir speziell gesagt, dass ich halt zu einem Bundesstützpunkt gehen soll, das in dem Falle dann Berlin oder Frankfurt gewesen wäre. Ich habe mich für Berlin entschieden. Ich hoffe, dass es die richtige Entscheidung war. Wie lange bist du jetzt schon hier? Ja, 4 Wochen erst. Also und wie läuft's? Ganz gut, also verstehe mich mit allen sehr gut. Und schon eingelebt? Ja, sehr gut. Und denkst du auch, dass du selber die Perspektive wirklich hast für den Profi-Volleyball dann? Also laut meinem Trainer, ja, ich sehe das noch nicht ganz so, aber wird schon noch. Ja, drücke ich dir die Daumen, ne? Das ist was wird mit der Profikarriere. Und wir kommen jetzt zu unserem nächsten Beitrag. Ja, ihr habt es vielleicht auch schon mal im Internet gesehen, ja, oder so, zum Beispiel auf Facebook. Da gibt es ja immer wieder so Videos gepostet, da haben irgendwelche Schüler auf dem Schulhof eine Schlägerei abgefilmt. Ne? Ist natürlich nichts Tolles, weder die Schlägerei an sich noch das abzufilmen. Und es gibt aber einen Weg, es gibt natürlich viele Wege, wie man sich da verteidigen kann. Und ein Weg, wie man sich auf dem Schulhof verteidigen könnte, ist Judo. 74 Mal pro Jahr rückt die Polizei allein in Mecklenburg-Vorpommern aus, zu Deutschlands Schulhöfen, dort, wo die soziale Rangordnung ausgehandelt wird. Verbale Auseinandersetzungen zwischen Schülern und körperliche Gewalt sind keine Einzelfälle. Auch die Sportler bei Jugendtrainiert für Olympia haben schon von solchen Fällen gehört. Zum Glück nicht auf ihrer Schule. Ich habe halt von Schülern gehört, die gemobbt wurden und die sich dann halt gewehrt haben und sich dann halt auf den Schulhof geschlagen haben. Wenn da was wäre, dann würde ich da, glaube ich, schon hingehen und ein bisschen eingreifen. Judo ist eine Angriffs- und Verteidigungssportart. Ab dem 6. Lebensjahr können Kinder ohne Probleme einsteigen. Sie lernen, Aggressionen beim Training auszulassen und nicht auf dem Schulhof, mental stark zu bleiben und diszipliniert zu sein. Wir haben generell so 10 Judo-Werte, wo unter anderem Respekt, Höflichkeit und alles auch dabei ist. Und im Training achten wir auch viel darauf, dass sie auch diese Werte befolgen, beherzigen und auch danach leben. Auch nicht nur auf der Judomatte, sondern auch außerhalb. Wladimir Nitka ist Trainer an der Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg. Weltranglisten-Dritter der Kampfrichter, 3-mal tschechischer Meister. Die Schüler haben ihn zum Vorbild. Auch er ist von der Wichtigkeit der Werte im Alltag überzeugt. Denke ich mal, Judo gibt den jungen Leuten Werte, die sie dann bei Problemlösung einsetzen können und ohne Gewalt und schon gar nicht mit Gegengewalt Probleme lösen können. Man hat halt das Gefühl, sich verteidigen zu können, wenn halt wirklich mal irgendwas passiert. Ich würde einfach auf den Rücken greifen, weil ich will ja nicht das T-Shirt von den anderen kaputt machen. Judo ist auch ein Thema für den Schulunterricht. Die Sportart trainiert Körper und Geist und eignet sich für alle, die rangeln und raufen wollen. Mit Regeln und Respekt. Tag 1 Jugendtrainiert für Olympia, Jugendtrainiert für Paralympics ist vorbei. Ja, morgen und übermorgen gibt es dann die nächsten Wettkampftage. Wieder 21 Uhr, tagesaktuell. Alle Highlights, alle Emotionen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis dahin könnt ihr uns auch noch auf Twitter und auf Facebook verfolgen. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen. Bleibt sportlich. Bis später.